Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Die Anzahl von Petitionen in Berlin ist immer noch die höchste im Bundesgebiet und ein nicht unbedeutender Anteil setzt sich nicht nur für persönliche Belange ein, sondern für die Verbesserung von Lebensbedingungen anderer Menschen. Und wenn wir Parlamentarier Probleme oder Vorschläge, gerade wenn viele sie zur Sprache bringen und unterstützen, aufnehmen und handeln, dann wäre das genau das, was die Berlinerinnen und Berliner von uns erwarten. Das ist uns nicht in allen Fällen gelungen. Und dazu muss ich heute etwas sagen, ohne zu verkennen, wie großartig es ist, dass wir in mehr als der Hälfte der Petitionen helfen konnten. Es sind aber auch Petitionen dabei, und das ist eben auch knapp die Hälfte, bei denen wir nicht helfen konnten. Und es gibt welche, bei denen wir trotz Einigkeit und hohem Einsatz von Abgeordneten und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ausschussbüros, bei denen ich mich natürlich auch herzlich bedanken möchte, zum Teil über Jahre hinweg keine Lösung erreichen konnten. Das hat verschiedene Ursachen und einige liegen hier bei uns. Zum einen messen viele hier im Haus meines Erachtens dem Ausschuss nicht die Bedeutung zu, die er hat. Und zum anderen verhinderte wohl die Allmacht der beiden Haushaltspäpste, der Regierungsfraktionen und des Finanzsenators offensichtlich einiges. Ich bin ja sicher nicht die Einzige, die im März im RBB die Reportage Die 10 größten Aufreger Berlins gesehen hat. Alle Aufreger spielten bei Petitionen eine Rolle. Ob heruntergekommene Schulen, stinkende marode Schulklos, also der Sanierungsstau, Lehrkräftemangel und hoher Unterrichtsausfall in Schulen, ob Ausfälle und Verspätungen im ÖPNV und die Probleme mit der S-Bahn, ob Sicherheit für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer, die wir natürlich nicht klären konnten. Deshalb gibt es jetzt einen Volksentscheid oder zumindest wird der angestrebt dazu. Ob der Kampf gegen Luxussanierung und gegen Verdrängung, ob die Wartezeiten auf den Bürgerämtern, ob die Zustände für Flüchtlinge nicht nur am Lageso, die oft weder gesund noch sozial sind, besonders in den Turnhallen, oder dass Flüchtlingskinder monatelang auf einen Schulplatz warten mussten und müssen. All diese Aufreger spiegelten sich in Petitionen und wenn Sie die Themen hören, dann wissen Sie, dass sich hier die Probleme über die ganze Legislatur aufgebaut und verschärft haben. Und die jetzige Regierung hat es nicht geschafft, hier den Berlinerinnen und Berlinern grundlegende Lösungen vorzulegen. Und wenn Frau Senatorin Kohlert heute davon sprach, dass verloren gegangenes Vertrauen zurückgewonnen werden muss, dann kann ich dem nur zustimmen. Aber so wie bisher wird das wohl nichts werden. Es wird Zeit, dass sich in der Stadt etwas ändert. Dazu könnte ja auch beitragen, dass wir das Petitionsgesetz ändern und die Veröffentlichung von Petitionen, ihre öffentliche Mitzeichnung und öffentliche Diskussionsforen möglich machen. Der Antrag der Linksfraktion liegt dazu seit September 2014 vor. Der Petitionsausschuss, Herr Kugler hatte schon erwähnt, hat sich mit ihm verbunden mit einer Anhörung intensiv beschäftigt. Wir haben die Erkenntnisse der Anhörung eingearbeitet und obwohl es im Petitionsausschuss über alle Fraktionen im Prinzip Zustimmung gab, sind SPD und CDU zur Zustimmung nicht bereit. Warum, erschließt sich nicht. Wir hätten unseren Antrag, wie bereits mehrfach angeboten, auch gern zugunsten eines gemeinsamen Antrages aller Fraktionen zurückgezogen und dieses Angebot steht auch heute noch. Zum Schluss möchte ich noch auf drei Petitionen kurz eingehen. Es ist uns nicht gelungen, eine falsche Entscheidung der BVG zu korrigieren. Ich spreche über den 325er Bus. Das Resultat, ein Kiez mit altersgerechten Wohnen, vielen mobilitätseingeschränkten Menschen und einem Stadtteilzentrum, in dem sich viele Selbsthilfegruppen von zum Teil Schwerstkranken regelmäßig trafen. Unter ihnen eine Gruppe, bei der alle Mitglieder große Sauerstoffgeräte mit sich führen müssen, wurde von der Teilnahme am Leben abgehängt. Eine unmenschliche Entscheidung, die ich nicht mittrage.
Zweitens eine Petition zur Flexibilisierung der Früh- und Späthortbetreuung. Der Senat wollte etwas ändern, scheiterte aber an der Verweigerung der großen Wohlfahrtsverbände. Warum, ist unklar. Drittens eine Petition, in der eine Mutter für ihren behinderten Sohn in einer ISS in Weißensee eine pädagogische Unterrichtshilfe fordert, wie er sie in einer Förderschule bekommen würde. Bisher keine Chance. Soll er doch in eine Förderschule gehen. Hier fordere ich von der Senatsbildungsverwaltung eine Änderung der Gesetzesgrundlage und natürlich auch von diesem Haus hier für eine inklusive Regelschule für alle.